Hallo und recht herzlich willkommen heute mit einer neuen Folge, also einem neuen Projekt Resident Evil 7, The Beginning Hour Teaser. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es bloß mal runtergeladen. Jetzt wollen wir mal schauen, was uns da erwartet. Und ja, starten wir mal das Spiel. Welcome home. Können sie nicht bewegen. Irgendwo gefangen anscheinend. Mach mir die Fesseln frei. Keep still. Dieses Spiel befindet sich. Okay. Ging zu schnell. Wie gesagt, es ist nur eine Vorabversion. Was uns dann wirklich im fertigen Spiel oder wenn das Spiel dann rauskommt, erwarten wird. Wird wahrscheinlich nicht so sein wie das jetzige. Ja, Speicherdatei erstellen. Okay, Sprachausgabe Englisch, Anzeigesprache Deutsch, Untertitel machen wir ein. Weiter. Helligkeit so anpassen, dass die Bilder entsprechend sichtbar sind. Ich würde sagen, ich mache es mal jetzt für die Aufnahme ein bisschen heller, dass ihr auch alles schön seht. Möge der Horror beginnen. Resident Evil 7 Teaser, Beginning Hour. Entkommen Sie aus dem Haus. Okay. Okay, wir können jetzt hier auch. Kann man in die Hocke gehen? Okay. Okay, Gegenstände haben wir jetzt aktuell noch nicht. Wenn wir uns hier mal umschauen. Wir haben keine Videokassette, okay. Ah, ich weiß nicht. Spielen ist wahrscheinlich nicht so gut. Oh. Okay, schauen wir mal, ob wir hier einen Stromkasten irgendwas machen können. Fehlt anscheinend eine Sicherung. Okay, müssen wir anscheinend die Sicherung finden. Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Okay, schauen wir mal durch die Tür durch. Ziemlich verfallen das ganze Haus hier. Es kommt ein bisschen so vor, vom Style her, wie die PT-Demo. Ich weiß nicht, ob ihr die mal ausprobiert hattet. Die Silent Hill Teaser. Okay, das ist immer sehr gut, dass die Tür jetzt nicht aufgeht. Das heißt, mir bleibt eigentlich nur ein Weg,
den ich gehen kann. Oh mein Gott. Oh, ist das hier so eine Voodoo-Puppe? Oh Gott. Ich will wahrscheinlich irgendwas um die Ecke springen. Ich sehe es kommen. Geh mal in den Hocker. Puppenfinger. Okay. Inventar. Teil der Hand einer Puppe, aus Zellulit hergestellt. Schauen wir uns das mal an. Oh. Irgendwas ist hier in dem Haus. Ich höre die ganze Zeit irgendwas. Entkomme aus dem Haus. Dann nehmen wir den Schrank hier weg und dann einfach da raus. So, wo gehen wir jetzt lang? Hier rein oder hier hoch? Ich glaube, wir gehen erstmal die untere Etage. Erstmal das anschauen. Mein Gott. Was ist da drin? Leichenstücke. Mal Kühlschrank mal auf. Mal langsam. Boah, was ist denn da drin, ey? Das ist ja ekelhaft. Aber irgendwas ist hier rausgefallen, oder? Oh, ey. Mal zu. Stinkt. Lecker. Gab's denn da einen Kickerl? Drück mal das Wasser ab. Eklig. Okay, geh mal weiter, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall sehr geil gemacht. Gefällt mir ganz gut besetzt. Die ganze Atmosphäre ist richtig geil. Boah. What is that? Bolzenschneider. Okay. Wow. Kann ich den irgendwie ausrüsten? Ich glaube, es wird irgendwas anspringen. Ah, hier ist der Ausgang. Vielleicht kommt noch raus. Sie brauchen einen Schlüssel, um zu entkommen. Okay.
Ah, hier könnte man das vielleicht auftrennen. Alles klar. Videokassette, verfallenes Haus. Und wir haben noch einen Videorekorder gesehen, ganz am Anfang. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt aber gleich nochmal hin und gehen nicht hoch. Ich hoffe mal, uns springt jetzt hier nichts an oder keine Ahnung was. Was hier auch immer vorgeht in dem Haus. Oh, ist krass. So, das war die. Oh, ey. Was ist das? Ich will da nicht rein. Alter. Ich habe jetzt die Videokassette an. Das ist die Anfangssequenz. Oh. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Gott, bin ich jetzt in die Video drin? Ich selber gehen. I'm not feeling it. Again? Just don't be surprised if we have to. Vielleicht das Haus jetzt? New plan. We do a walkthrough of the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Ja, geh du mal vor. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. Sie war verschlossen. After you. Ah, ich glaube, das ist der Raum. Genau, das ist der Raum, wo die ganzen Leichen gelegen sind. What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Geh. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long did you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Gehirnsuppe. And Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Liegt der gleiche Scheiß drin? Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Wo sind die jetzt? Da. Glad I had my shots. Although, this will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre, wo bist du? Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Unfucking believable! This is the last time I Irgendwas that guy. Funkelt da oben. I mean, producers, they come and oh, go. Was ist hier los? A good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Sind wir wieder auf dem Weg, wo wir eigentlich jetzt drinstehen und uns das Video angucken? What the fuck was that? Ja, geh halt rein. Did you hear that? Mein, mach ich das halt. Andre? Where the fuck is he?
Andre, where are you, man? What the hell? Oh, Geheimtür. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Alles klar, dann wissen wir jetzt. Normalerweise können wir dann noch später hier auch hier rein. Ja, klar. Need a nice hero shot of me coming down the ladder. So, you first. Okay, Leute, ich würde sagen, wie es jetzt aber hier weitergeht, einfach in der nächsten Folge wieder einschalten und dann spielen wir genau hier weiter. Bis dahin noch viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, euer Andi.